Große Freude bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Nachwuchsleichtathleten. Am Wochenende kämpften 1600 Jugendliche im Grenzlandstadion um den Jugendtitel. Unter anderem im Speerwerfen. Hier holte Fabian Strelau vom Leichtathletikzentrum Mönchengladbach den ersten Platz. Der Reiter war einer von drei Lokalmatadoren, aber als klarer Favorit in den Wettkampf gegangen. Mit über 74 Metern holte er dann Platz 1 vor Thomas Schlegel und Jakob Nauck. Für eine Überraschung sorgte Vereinskollegin Jolina Schmitz bei den Langsprinterinnen. Zwar reichte es bei ihr nicht für Platz 1, sondern nur für Platz 3, aber nach einer harten Vorbereitungsphase war die Freude bei ihr trotzdem groß. Für mich war es natürlich erstmal schwer, ins Finale zu kommen. Also ich habe es mir gewünscht und habe es dann auch geschafft. Und dann am Ende den dritten Platz da stehen zu haben, das ist eigentlich unbeschreiblich, wenn man gar nicht damit rechnet. Mehr über Jolina Schmitz und die Vorbereitung für den Wettlauf zeigen wir Ihnen morgen in einem ausführlichen Bericht. Bei Jolina selbst steht nach diesem Erfolg erstmal ein bisschen Urlaub auf dem Plan und nicht mehr ganz so viel Training. Das trifft wohl auch auf die Nummer 1 der Borussia zu. Denn kurz vor dem Saisonstart hat sich Jan Sommer beim Training am Freitag am Sprunggelenk verletzt. Der Torhüter zog sich eine Kapselverletzung zu. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht klar. 2 bis 4 Wochen wären aber möglich. Und da die Fohlen-Elf in 2 Wochen in den Champions League Playoffs ihr erstes Pflichtspiel haben, muss eine Alternative her. Die heißt als zweiter Torhüter Tobias Sippel. Bislang war er bei 38 Bundesligaspielen im Einsatz, 2 davon in der letzten Saison. Ersatz gibt es bei der Borussia nun auch offiziell für Ex-Kapitän Granit Xhaka. Nachdem Xhaka in die Premier League wechselte, durften so einige die Spielführerbinde überstreifen. Heute legte sich Trainer André Schubert aber fest, Lars Stindl ist der neue Kapitän und wird künftig die Fohlen-Elf auf den Rasen führen.